Rurik Gislason genießt das Leben als Let's Dance-Star total. Der Fußballer ist im Frühjahr Teil der 14. Staffel der beliebten Tanzshow. An der Seite von Renata Losin räumt der Isländer Woche für Woche ab und holt sich am Ende den Sieg. Gemeinsam mit der Profitänzerin nimmt der Hottie nun auch an der Let's Dance Tour quer durch Deutschland teil. Promi Flash trifft Rurik bei den GQ Man of the Year Awards in Berlin und hakt mal nach. Wie hart ist es, nach langer Pause nun wieder die Tanzschuhe anzuziehen? Ja, vor dem ersten Show haben wir schon viel trainiert. Aber irgendwie waren die Tänze war immer noch in meinem Körper irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich dachte, ich brauchte länger Zeit, meine Tänze wieder zu lernen, aber irgendwie hat das nicht so lange gedauert, bis ich die Tänze unter Kontrolle nochmal hatte. In seine eigene Routine findet der 33-Jährige schnell wieder rein. Doch wie sieht's mit der Zusammenarbeit mit seiner Partnerin aus? Kommandiert Renata ihn weiterhin herum oder sind die zwei inzwischen auf tänzerischer Augenhöhe? Ich glaube, es wird immer so, wenn wir tanzen, ja. Also sie sagt mir immer noch, wann ich was falsch mache, natürlich. Und ich mache natürlich Sachen falsch. Ich bin kein Tänzer und ich will mich immer noch verbessern. Nicht nur beim Tanzen, aber so generell. Und ja, sie ist meine Mentorin natürlich. Sie ist Weltmeister. Und ich höre gerne zu. Neben Rurik sind auch Promis wie Nicolas Puschmann, Tijan Jai oder Luca Henny mit dabei. Für Rurik eine große Bereicherung, denn mit den Kollegen läuft es richtig rund. Wir verstehen uns alle richtig gut, zum Glück. Wir müssen einen Monat zusammenbringen. Und zum Glück verstehen wir uns alle richtig gut. Das ist echt zum Glück. Also wir fahren zusammen in einen Bus und so ein richtiger Tour live. Und ich freue mich richtig darauf. Ob sich Rurik wohl über eine Kollegin besonders freut? Der Mittelfeldspieler wird in den vergangenen Monaten immer wieder heimlich mit Valentina Pade abgelichtet. Gemeinsam schlendern die zwei im September durch Berlin. Und auch in Insta-Stories der Let's Dance Crew tauchen die beiden wiederholt auf. Viele Fans sind sich sicher. Rurik und Valentina machen ihre Romanze bei der Tour endlich öffentlich und beenden das Versteckspiel. Der Blondschopf schweigt bisher zu den süßen Gerüchten über sein Liebesleben. Rurik konzentriert sich aufs Tanzen. Und das macht in so guter Gesellschaft sicherlich noch viel mehr Spaß.